Oder ist sie jetzt hier rein? Hätte ich auch einfach hier schnell abhauen können? Hätte ich das vielleicht sogar machen sollen? Huch, ich häng fest. So, einmal aufstehen. Wir haben das letzte Puzzlestück. Das bringen wir uns in Sicherheit, aber also ganz schnell. Nee, hier durch, ne? Ganz, ganz, ganz schnell, ganz, ganz, ganz weit weg von hier. Boah, ey. Ich hab die Schnauze voll vom Wald. Das reicht mir jetzt. Mami. Ich muss erstmal Teddy knuddeln. So. Those floaty things, they look like memories. Maybe the next one is behind those roots. Das hat er doch schon mal gesagt, oder? So, ja, einmal hier hoch. Und das Bild ist fertig. Aha. Mami erzählt uns eine Geschichte, sitzt hier am Wasser. Sind das Mami und wir? Auf jeden Fall, da hinten sind wir die gleichen zwei Figuren. Da, wo wir jetzt zur Erinnerung gehen. Wir gehen doch zur Erinnerung, oder? Enttäusch mich jetzt nicht. Bitte. Mami ist weg. Nein! Oh Gott, nein. Ich hab's ja befürchtet. Gleich erstmal in Sicherheit bringen hier. Wow. Wow. Wo? Wo? Ich sehe sie nicht. Ich sehe sie nicht. Oh, da kommt sie. Jetzt werden wir erfahren, ob unser Versteck hier funktioniert. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Auweia. Auweia. Ob die da immer im Kreis geht? Ich traue mich hier gerade gar nicht raus. Das kann ja jetzt nochmal spannend werden. Auf jeden Fall hören wir in der Ferne ihre Schreie. Ja, ich weiß, ich könnte vielleicht wesentlich schneller vorgehen, aber... Lasst mich doch. Ich versuche auch so ein bisschen zu durchschauen, wie dieses Monster funktioniert, damit wir vielleicht später bessere Karten haben bei weiteren Begegnungen. Vorausgesetzt natürlich, dass es immer das gleiche Monster ist und wir nicht später noch andere Monster treffen. Also im Moment sehe ich sie nicht und ich höre sie auch nicht. Ich glaube, sie kommt. Wenn ich jetzt wüsste, was wir hier machen müssen. Können wir eigentlich hier auch drunter? Ah, da können wir auch drunter. Das ist... Wow. Das ist gut zu wissen. Alter, die ist ja verdammt nah von Geräuschen her. Und ich sehe sie nicht. Seht ihr sie? Können wir die Dinger eigentlich verschieben diesmal, oder... Wow. Halt. Ich wollte gerade los, aber ich denke, habe immer das Gefühl, sie kommt. Ich krabbel einfach mal. Was ist denn das da hinten? Wow. So. Müssen wir einfach nur durch oder müssen wir wieder irgendwas einsammeln? Oh Gott.
Vor allem, was passiert, wenn sie sieht, wie wir in so ein Versteck laufen hier? Ist sie in der Lage, sich zu bücken und uns zu schnappen? Oder sind wir wirklich nur im Freien gefährdet? Jetzt höre ich es aber wieder. Jetzt wird das Dröhnen wieder lauter. Da kommt sie. Da hinten kommt sie. Ich glaube, sie geht wieder weg. Boah, ich will nicht wissen, wie die Hose von der Kleinen hier schon müffelt. Inzwischen. Ist hier drüben was zum Verstecken? Ja. Uah, so. Ist er wieder sicher? Ich werde langsam mutiger. Oh, guck mal, da hinten ist eine Zeichnung. Könnt ihr die sehen von hier? Ist wieder so ein großes Monster und ein Kind dabei. Und ich weiß immer noch nicht, ob das Monster geskriptet ist oder hier wirklich durch den Level patrouilliert. So, wo kommen wir denn da? Oh, da ist die Erinnerung. Hören wir Mama wieder. Ganz da hinten, oh Gott. Kommt sie zu uns? Holt sie uns? Hat sie uns gesehen? Jetzt bin ich aber gespannt. Also entweder ist sie sehr blind oder sehr doof oder beides. Die muss doch gesehen haben, wie wir hier rein sind. Aber die Tatsache, dass die jetzt hier plötzlich hinter uns war, ich glaube, die sind wirklich geskriptet, diese Begegnung. Patrouilliert sie jetzt hier hin und her? Ich beobachte das Ganze nochmal kurz. So, und jetzt. Schnell hier drunter, bevor sie wieder da ist. Wenn sie jetzt hier wirklich hin und her läuft. So, ich vermute, wir müssen da hinten durch den Lüftungsschacht dann. Ich will nur erstmal gucken, ob sie nochmal wiederkommt. Ob wir die Tür zumachen können, um sie auszusperren? Ach, sowieso egal. Nicht, nicht egal, nicht egal, nicht egal. Wow. Kommt sie jetzt wieder? Oder nicht? So, zu. Dann müssen wir den verschieben hier. Ich glaube, dazu müssen wir aufstehen. Kommt sie denn jetzt? Ich bin total nervös. Also hören tue ich. Hören tue ich sie. Ich warte kurz unterm Bett. Boah, ich merke schon, wir haben heute. Wir kommen heute ganz, ganz viel weiter. Und was hast du in der heutigen Folge gemacht? Och, ich habe mich unterm Bett verkrochen. So, mal rauf jetzt hier. Auf! Und raus!
Ab in die Erinnerung. Ja, ja. Schnell rein. Rein da. Ah, it's your book. Listen. They had not dug far before it started to rain. Quickly, climb out, or there'll be trouble again. See, the little bunny is climbing out of the hole. Nee, sehe ich nicht. Da ist meine Hand davor. Moment. Ah, oh, tatsächlich. Das ist Mama hier. Das andere blöde Mistvieh da, das kann Mama gestohlen bleiben. So, gib mir die Erinnerung. Zack. Und dann stehen wir wieder im dunklen Wald. Und jetzt schnell durchs Loch. Du kannst mich mal! Wow. Schnell weg. Und Geronimo! Oh Gott, ey. Das kann ja noch heiter werden. I'm so glad we made it back. Du auch, ne? Ja, ich auch. I feared something would happen to us. Was denn? Blöder Bär. Boah, ich lauf erstmal hier ganz in Ruhe wieder zum Haus. Ich muss erstmal ein bisschen runterkommen. I've never seen anything like it. Ich schon, so zweimal. A child shouldn't have to go through this. Tja. Deine Schuld. Das hat alles angefangen, als du ins Haus gekommen bist. Hey, it's going to be so nice when we're through with all this and we can play together all the time. Das glaube ich noch nicht. Ich glaube nicht, dass dieses Spiel ein Happy Ending haben wird. Irgendwas muss ja passiert sein, wenn wir hier wirklich durch seine Erinnerungen laufen. Was sind denn das für Erinnerungen für ein Kind? Also, da, irgendwas ist da. Warum schubst du mich zur Seite? Hä? Suchst du Stress? Guck mich nicht so an. Süßer Teddy. So, einmal das Buch verbrennen, bitte. In Japanisch geschrieben übrigens. Vielleicht auch Chinesisch oder irgendwie so ein Schmarrn. So, und Rädchen drehen. Das kann ich einmal besonders gut. Rädchen drehen. Gut. Ah, so. Another one down. Should we see where it takes us next? I'm ready when you are. Tut mir leid, da musste ich mir einmal die Augen zuhalten, damit ich telefonieren kann. Ich kann doch nichts dafür. Und rufen die mich auch um die Zeit an, das finde ich nicht gut. So, Teddy. Ja, wenigstens bin ich jetzt etwas ruhiger, dank dem Anruf. Wo will man jetzt wieder hin? Warum hat die denn nicht so ein schönes buntes Licht? Na gut, leuchtet halt rot, ne? Ich wette, das letzte leuchtet blau. Blau oder gelb? Das ist so grünlich hier. Ich rede schon wieder über Belanglosigkeiten. Wir gehen einfach mal weiter. Die Frage ist, nähert sich unser Abenteuer seinem Ende? Oder vielleicht erst dem Anfang? Lange dauert. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Teddy? Nein! Nicht die Mäntel. Bin ja mal gespannt jetzt. Wo zur Hölle sind wir? Was sind das für Geräusche schon wieder hier überall?
Da wieder so eine Zeichnung, die ich nicht deuten kann. Ich bin gespannt, ob uns das Monster, ob uns diese Waldfee da jetzt noch weiter verfolgt. Diese Todesfee. Die sah ja aus wie so ein... Was ist denn das da? Die sah ja eher aus wie so ein Waldmonster, ne? Das sah aus, als wäre sie zum Teil ein Baum. Ich frage mich, wenn wir jetzt hier in diesem Bereich hier... Oh, guck mal, da steht alles auf dem Kopf. Und total verquer alles hier. Wieder eher dieses Surreale. Wenn wir jetzt hier auch wieder ein Monster haben, ob das wieder die gleiche ist oder ob das jetzt hier ein anderes Monster wird. Ich erinnere mich an dich. Du warst da, als es alles begonnen hat. Aber du wirst das Ende nicht erleben. Ups. Kleines Psychopathenkind. Okay, so. Schachmatt. Schachmatt? Ja, wie auch immer. So, gut. Da müssen wir irgendwie hoch. Ich vermute, wir gehen erstmal durch die Tür. Ich denke, wir dürfen uns jetzt erstmal wieder so ein bisschen umsehen, bevor uns irgendwas verfolgt hier. Und ich bin inzwischen schon fast davon überzeugt, dass die Monster geskriptet sind und nicht irgendwie die Gegend patrouillieren. Oder zumindest war das Waldmonster das. Weil die ist wirklich nur an ein paar Stellen aufgetaucht und immer so, dass es irgendwie gerade passig war. Und wenn wir uns dann irgendwo verkrochen haben und auf sie gewartet haben, die ist nie gekommen, ist nie aufgetaucht. Schäfchen zählen. Mach mal die Tür zu. Hier kann ich auf. So, einmal Krabbelmodus. Das ist da drüben. Hier komme ich nicht drunter durch. Das bedeutet, ich muss oben drüber. Hier wieder so eine Alkoholflasche. Ist vielleicht irgendwas passiert? Vielleicht sogar ganz am Anfang da, als wir diese Vision hatten, mit dem, wo wir beim Kuchen gesessen haben und dann... So wie wir es jetzt immer hatten, wenn das Monster kam, diese Bildschirmstörung. Dieses Flackern. Und überall Alkoholflaschen, volle sowie leere... Aha, aha. Ich glaube, da gibt es definitiv einen Zusammenhang zu dem Alkohol. Nach der Reaktion jetzt gerade eben hier. Bewegt sich da hinten was? War vielleicht Mama oder Papa Alkoholiker und hat uns oder sich oder irgendjemandem etwas angetan? Und wir haben diese Erinnerung verdrängt. Sind wir vielleicht gar kein zweijähriges Kind? Ja, vielleicht in irgendeiner Therapiesitzung oder sowas und arbeiten das alles wieder auf. Und das ist alles symbolisch hier für unsere Reise. Durch die... Waha! Durch die Erinnerungen. Ich spekuliere schon mal so ein bisschen aufs Ende. Überall diese Spielzeugwürfel. Das Thema diesmal könnte Zeit sein. Oh, hier ist der dunkel. Teddy, leuchte mir den Weg. Da können wir was aufmachen. Können wir da rein? Achso, hier, weg da. Können wir da rein?
Ich kann da nicht rein, okay. Hier ist eine Tür. Die klingt böse, die Tür.